Aber das sehen wir halt dann. Von daher, Moin, Nirvan und Nubot, die Einzigen, die gerade hier sind. Hallo! Hast du den YouTube was auch geguckt? Würde mich mal interessieren. Weil ich fand es schon cool, dass sie Gronkh als Ehrenpreis genommen haben jetzt am Ende. Das fand ich, das hat er schon verdient. Auch wenn man sagen kann, was man will über ihn. Ich mag ihn trotzdem immer noch. Gerade weil er halt nicht so abgehoben ist. Aber naja. Kann man halt sehen, wie man möchte. So, folgendes Programm heute. Ich muss erstmal hier Windows schließen. Folgendes Programm heute. Wir spielen jetzt erstmal bis um 23 Uhr Mava 2. Danach spielen wir irgendwas. Da wir momentan nur Duelist sind, das ist ein bisschen blöder, aber schreibt mal rein, welche Spiele wir spielen sollen. Das spiele ich dann auch. Es sind unten, aber habe ich alle unten, ich habe noch nicht alle unten reingeschrieben, ne? Dann muss ich das mal eben kurz machen. Hey, cool ist der Sport. Ja, ist cool, nur die Spiele, der ist zurzeit Spiel sind nicht so mein Geschmack. Ach, das ist eigentlich, der deckt schon relativ meinen Spielgeschmack ab. Komischerweise. Also ich spiele zwar nicht so gerne Shooter, aber bei ihm gucke ich gerne mal Shooter oder so, wenn. Aber ich will sowieso alles nochmal gucken, was er mal gemacht hat. Was er je gemacht hat. Von daher. Oh, was, was, was? Ich habe. Oh, wer hostet mich denn da? Ach, Nirvan, danke für den Host übrigens. Habe ich gerade mitbekommen, weil ich das Dashboard nicht auf hatte. Dankeschön für den Host. Ich will mal kurz hier. Ich stehe überhaupt noch Kram drin, der überhaupt nicht mehr stimmt. Wenn es gibt, geht mal bitte raus hier. So, Nebenprojekt gibt es auch keins mehr. Ach, warum ist das so klein, Alter, das Fenster? Ich kriege die Kotze bei. Gerne. Jupp. Wie hieß das gestern mit Lupin noch? Lavos? Chrono Trigger 2 war das gewesen. Dieses krotzige Fangame zu Chrono Trigger. Ich muss mal, glaube ich, mal eben bei mir Licht anmachen nebenbei. Headset absetzen. Also Chrono Trigger 2 hieß das. Das Spiel. Muss ich mal. Sonstige Projekte, Pokémon Kristall. Ghost of Ashes kommt weg. Faces of Death. Chrono Trigger 2. Ja, was kehrt zurück? Okay, fand das ziemlich interessant. Interessant, wir fangen angestrichen. Das war wieder so bekloppt, einfach nur. Scheiße, kommt auch gleich. Haben wir funktioniert bei einem der Stream. Ansonsten kriege ich hier allzu viele hier. Übrigens, die Rocket Beans haben den besten Mail-Preis bekommen. Die Rocket Beans. Finde ich auch relativ cool. Auch wenn ich bei den Rocket Beans jetzt nur Dinge, die Pen and Paper geguckt habe. Ein paar Mal. Und nicht alles. Ich verfolge die nicht so. Ich habe es zwar, ich weiß nicht, ob ich sie gefollowt habe. Ich glaube ja. Aber ich guck die nicht so relativ oft. Weil ich ja dafür noch zu viele Leute gucke. Rocket Beans TV ist einmal. Das ist halt auch so, ist es halt wirklich TV und beim Twitch geht es mir jetzt nicht um TV, sondern halt um so kleine Streamer wie dich und so, die ich gerne gucke. Von daher, Morphopolis, das ist ein Spiel, was ich eigentlich let's playen wollte, das lässt sich aber nicht gut aufnehmen. Habe ich das mal eben kurz hingeschrieben. So, das kommt weg. War mal eigentlich stehen geblieben. Warte mal, ich glaube hier. Erholung und Gebiet habe ich diesmal nicht vergessen. Ich habe ja heute auch Camera Obscura angefangen aufzunehmen, eine halbe Stunde. Das ist so ein Run, so wenig wie Braid und ähnlich wie was es eigentlich noch alles gibt. Diese Indie-Jump-Runs halt, die immer so innovative Sachen machen. Das ist eigentlich relativ cool, das Spiel. Ach komm, lad endlich. Ich bin schon wieder 10 Minuten über der Zeit. Ich habe vorhin nur noch ein bisschen Musik laufen lassen und habe dann auf den Webvideopreis umgeschaltet. So. Mein Gronkh müsste ich eigentlich auch mal die Streams mehr gucken, aber der Stream hat immer, wenn ich halt selber streamen will. Das ist ein bisschen blöd. Da will ich nicht extra wegen ihm, weil er sowieso groß genug ist. Also es ist scheißegal, ob ich ihn jetzt hoste oder irgend so einen Scheiß mache. Glaube ich. Und das ist sowieso. Gronkh würde ich das sowieso nur gucken, wenn halt der, es ist halt so eine Art, ist halt ATV, ist das Problem da. Das ist eigentlich mehr TV als
als alles andere bei so großen Streamern. Das ist dann halt, das ist nicht so schön. Da gehst du halt in der Masse unter und wirst auch nicht richtig gut bemerkt, obwohl er schon ein schneller Leser ist, aber das rauscht da so, das rauscht da so derbe durch. Das mag ich nicht nach so großen Streams. Selbst bei Funk ist das schon grenzwertig. Teilweise. Und da habe ich auch nur, letztens habe ich da was geguckt, mit To the Moon. Als er To the Moon gespielt hat, habe ich das geguckt. Das war es dann aber auch schon. So, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, so gespeichert, ne? Wenn ich mich jetzt täuscht. Und daher, ordentlich habe ich diesmal diesen, auch Mobile ist rausgeschmissen worden. Ich merke halt, das hält sich gar nicht auf. So. Warum schreibe ich diesmal dieses beschissene Kaufhaus? Sonst kriege ich hier ein zu viel. Level 40 und Level 35 sind wir, glaube ich, ne? Ja. Warum nicht schaffen wir es diesmal? Ich muss auch mal nachgucken. Ich weiß nicht, wo ich mein Franklin-Badge habe. Gehen wir mal hier lang. Und fahren wir mit dem. Ich habe kein Geld, dann kann ich nicht mit dem Bus fahren. Egal, wenn ich jetzt wenigstens rennen könnte, wäre das auch ganz gut, aber nein, natürlich nicht. Mal schauen, ob auch Azorion kommt und die anderen. Das spulen wir ein bisschen vor hier. Ich glaube, das ist nämlich nicht gerade der schnellste. Habe ich ja voll vergessen, dass das Vieh explodiert. Ne? Naja, egal. Wir heilen uns halt dann nochmal nachher und dann, was soll's. Kennt auch einen größeren Streamer, der zockt auch viel Earthbound, Final Fantasy, Mega Man und vieles mehr. Wer denn? Funk nicht, weil der spielt kein Mother, der mag Mother nicht. Kann ich auch verstehen. Ich weiß, ich kann verstehen, warum man, wenn man Mother nicht mag. Mother ist nicht jeden eins seine Sache. Vor allem nicht Leute, die Final Fantasy gerne spielen. Weil Mother ist mehr wie Dragon Quest als wie Final Fantasy. Auch vom Storytelling her, vor allem die ersten beiden Teile. Mother 3 ist da schon ein bisschen. Keller Part 42, ist der Deutsch oder ist der Englisch? Weil Englische kann ich nicht gucken, weil da ist mein Englisch nicht gut genug dafür. Weil ich kriege ja hier schon beim Vorlesen übelste Probleme teilweise mit manchen Wörtern, dass ich die nicht verstehe und weiß noch alles hier mal eben kurz Geld minimieren. Chesra-Fenster macht aber Speedruns. Ja, Speedruns sind eh so mein Fall. Ehrlich gesagt, das ist. Der Typ macht einfach auf dem Bus oder was? Warum ist denn der hier bitte gespawnt? Was zum Fick? Also, ja, Englisch, ja. Also, Speedruns sind nicht so. Nicht so mein Fall, weil ich spiele lieber Spiele normal. Ich finde es interessant, wie schnell man Spiele durchspielen kann, wenn man es drauf anlegt. Ich glaube, der größte Rekord, wenn ich glaube ich Super Mario 64 mit Cheat spielst, ist glaube ich 10 Minuten oder so. Ich glaube, selbst die Chaos Edition kannst du innerhalb von 2 Stunden durchspielen, wenn du Glück hast mit den beschissenen Codes da. Aber ich finde es dann interessant, die Zahlen an sich, aber ich gucke mir die nicht gerne an, weil ich spiele halt die Spiele dann doch lieber normal und gemütlich durch und ja. Speedrun selber würde ich auch nie machen, da wäre ich auch nicht gut genug dafür. Allein schon, wie viel kostet die Übernachtung? Weil ich die meisten Spiele auch nicht auswendig kenne, selbst Mafia 3 nicht. Kenne ich nicht auswendig. Absolut nicht. 150, okay. Von daher. Ich habe es dreimal bisher durchgespielt und das ist noch nicht genug, um wirklich alles auswendig zu können von dem Spiel. Von daher. Ich wusste selbst nicht mal, dass es eine Nebenquest gibt, wo du ein bestimmtes Item kriegst. Das ist dann, naja. Es gibt sowieso keine englischen Kanäle oder so, die ich schauen würde regelmäßig, außer der Brentafloss, weil der halt die Lieder macht da, die Lyrics-Lieder. Und das war Super Darky noch, aber das ist halt Musik. Das ist halt was anderes als jetzt so aktiv YouTuber schauen oder so. Naja, er glitscht dann nicht, er benutzt halt eine feste Marschroute und skippt halt viel. Yep. Na klar, wie das halt wirklich was bei Speedruns halt normal machst. Glitch und so, das sind dann meistens. Moin, Chesra. Das sind dann halt meistens Tool-Assisted Speedruns und so ein Kram. Es gibt sogar, glaube ich, zum Mafia 3 ein Tool-Assisted Speedrun. Da hat er das Spiel innerhalb von 8 Stunden durchgespielt. Das Spiel hat eine Spielzeit von 40 bis 5, nee, der hat auch 35 bis 60 Stunden ungefähr, Mafia 3. Und ist. Du kannst es halt innerhalb von 8 Stunden durchspielen, wenn du willst. Mafia 2 dauert, glaube ich, auch so 40 Stunden.
oder 45 Stunden haben wir, glaube ich, damals gebraucht. So, ja, Chester, wir sind jetzt momentan im Dead Store hier und der Dead Store wurde von Giges übernommen. Ja, hier sieht man schon, es kommen nämlich die beschissensten Gegner im gesamten Kackspiel. Ja, oder mit die beschissensten. Nee, doch nicht. Skeleton Coffee Cop, der ist noch ganz okay, aber ist doch was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, den Flanking Badge mitzunehmen. Wollte ich doch machen, Alter, macht die Schaden. Verdammt nochmal, der überlebt der Kombat hier. Oh mein Gott, ich riskiere es, glaube ich. Die Viecher sind auch verdammt schnell. Entschuldigung, das ist nicht gut. Ich wollte mir doch den Flanking Badge holen. Ne, Level 36, Offense 1, Defense 1, Speed 2, Utility 1. Oh, Baby! IQ4, Luck 1, HP 8. Okay, das war schon mit eins das Wissen, was er kriegt, deine Level-Ups mit einem HP. Ich muss erstmal gucken, ob ich den Franklin Badge habe. Also er ist ja auch die Earthbound. Klebt schon 4 Stunden. 4 Stunden! Alter, 4 Stunden! Die beschützten Gegner im gesamten Kackspiel. Clan 2015. Ja, ich tue gerade auch alles mal gerne. Korax, gefällt das nicht so gerne, wenn man flucht. Aber ich meine, wenn man das nicht übertreibt, ich übertreibe es ja nicht. Oh, und mehr Taxi, aber keine Lust drauf. Die sind 4 Stunden, 18 Minuten. Aber gerade so niedrigen Delay. Das finde ich ja gut. So, das soll ich mal nachgucken. Ich brauche erstmal Geld. 16 Dollar sind es, glaube ich, die ich brauche. Um Sachen abzuholen. So. Und dann hoffe ich, dass der blöde Franklin Badge im Lager ist. Ansonsten kriege ich allzu viel. Wenn ich da ohne Franklin Badge durch soll, dann kriege ich allzu viel. Dann fragt Ney bei jedem blöden, beschissenen PK Ferner da machen. Der ist da mit einem Schlag weg. Und wenn ich nicht rechtzeitig heile, dann ist er echt weg. So, Excalibur Express. Ich habe ja vorhin. Ja, Leute, ich habe ja vorhin ein Minecraft gespielt noch. Delivery. Wir haben noch, oh, wir haben noch welche Hamburger noch drin. Defense Spray. Ach nee, das muss ich ganz am Ende. Key Machine, Broken Air Gun. Oh nee, ich habe den. Ach nein, den hat Paula. Also doch, wie heißt es? Ich kann mir den Namen nicht merken, weil der so komisch ist. Ach nein, ist doch nicht neue Anzieh jetzt. Ich zahle das Geld jetzt nicht an, den bin ich gerade so voll für. 4 Stunden. Machen wir 2 in 4 Stunden durchgespielt. In 4 Stunden bin ich gerade mal bei der ersten Melodie oder so. Oder noch nicht mal. habe ich jetzt eigentlich den Dingens. Ja, den. Ein. Ja, gut. So, Scheiße, kommt mal weg in Skype. Ich habe keinen Franklin Badge. Da werden nicht diese Gitarren. Oder sind das. Das Gitarren, keine Ahnung. Irgendwelche Viecher werden mich da sowas von zerbomben. Moin, Mato, hallo. Ich bin hier falsch gelaufen. Ich bin sehr intelligent heute. Und Chester wurde rausgekickt. Oder irgendwie wieder zum Nichtmob gemacht. Keine Ahnung, was der Mann shit mir anzeigt. Bitte nicht. Oh na, auch die Musicers. Genau die können nicht Spike Ferner. Und wenn dich das trifft, dann bist du so auch so am Arsch. Das war ja, sie machen die 38 Schaden. Das ist, ich will gar nicht mehr viel die bei Ney machen. Die machen den mit einem Schlag K.O., glaube ich. Wenn ich das so richtig sehe. Da beginnen wir auch ganz schön viel Erfahrung. Oh mein Gott, zu viele Gegner. Zu viele schwere Gegner. Müsste wegkosten, oder waren das die? Nee, das waren dann. Ach, keine Ahnung. Wir haben noch nicht mal irgendwelche Leute, die flashen. Flächenangriff, 88 Schaden, ja, nee, ist klar. Nicht treffen, bitte, ist gerade ungünstig. Oh, Alter, das ist immer so knapp. Scheiße, er wird anscheinend wieder ausgekickt heute. Immer eine meiner Mods immer ausgekickt, habe ich das Gefühl. Na gut, ich brauche zwar eigentlich keine Mods, aber nein, funktioniert das so? Eigentlich funktioniert sogar. Ob das so sinnvoll ist, die abzusprechen gerade, egal. Wow, die gehen mal ganz schön viel Geld. Das kann was werden. Wir müssen 4 Stockwerke überwinden. Oh, falsche Richtung. So.
Bitte nicht zu viele Gegner, ja? Bitte nicht doch. Ja, komm her.